Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Also ich denke, ich werde von dem Training wieder etwas rauskürzen, vielleicht auch etwas schneller machen, wie im letzten Part geschehen. Und ja, jetzt wollen wir uns mal das Spiel angucken. Hasenhüttl, Spiel raus auf Marsweiler. Auf den Flügel kommt der Ballbesitz. Butzen dazwischen, der Rostocker. Und Rostock jetzt im Angriff hier sitzt. Verhüll. Björn Rother. Rother. Könnten wir ja auch gerne mal das macht er gut. Zukommen lassen, ob wir die, die geben den Ball ab. Kommentatoren drin lassen, ob wir da was verändern wollen. Haut mal alles, was ihr so guter Pass jetzt. Für Ideen der habt in die Kommentare. Hebt die Fahne und das auch zurecht. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Ja, sah dementsprechend aus, das stimmt. Viel mit Auge. Gute Chance. So wünschen wir uns das. Frühes und Tor wieder in seinem Partie. Ersten Treffer hier. Jo, so kann's weitergehen. Hat sich ausgezahlt, dass wir das eben trainiert haben. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell. Da haben wir die 1-0-Führung durch Domingo wieder. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich meinen Jugendspieler in die Startelf gesteckt hätten. Falls doch, Hut ab. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Gute Chance für eine Flanke. Flanke kommt kurz. Oha. Ja, Gott sei Dank kam sie nicht so kurz. Kein Problem für den Torwart. Da oben, der fordert den Ball. Ah. Ah, das könnte was werden jetzt. Da ist die Flanke ins Zentrum. Der das Kopf war aber nichts. Eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? ja. Kein Grund zur Aufregung. Den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Sie verlieren den Ball. Schon wieder mit einem Fehlpass dazwischen. Gefährlich. Das darf ich einfach nicht so oft haben. Gut, dass wir da mit der Hand dran gegangen sind, hat mich ein bisschen wenig irritiert. Jetzt ist die Kugel weg. Bahn jetzt am Ball. Viel Platz jetzt auf außen. Ja, zu viel Platz jetzt auf außen. Klasse Tackling. Endres versucht jetzt hier über außen Kraus in Szene zu setzen. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Flanke kommt nicht durch. Und Schärf kann hier zur Ecke klären. So, Ecke kommt. Sicher gehalten. Ah, Kolke kann den Kopfball halten. Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Und da ist der Ball wieder schade, weg. Da konnte Kraus den Ball nach vorne nicht verwerten. Schön, sie holen sich den Ball im Mittelfeld. Dombrovska konnte aber dazwischen. Stierlin kann den Ball zumindest davon klären. Einwurf. Und den Einwurf das holen. Könnte gefährlich werden. Durch diese jetzt könnte er Offensive. Den Ball oh, das sah vielversprechend aus. Gut, der Ball ist wieder weg. Da kommen wir noch hinterher. Das Spiel landet eben aus, gibt Einwurf. Schwalb oder Schwabel heißt er, glaube ich. Dall wieder am Ball. Der Ballverlust. Der Pass in den freien Raum. Ah, Littka jetzt über außen. Immer noch Littka. Ist es das jetzt? Der und der ist weg. Hat den Ball klasse geblockt. Ecke kommt. Nein. Er steht einfach immer richtig. Auch hier blockt er ab. Und direkt die nächste Ecke. Wie? Wer blockt ab? Naja, eigentlich habe ich den nicht berühren können. Glück gehabt.
Die Ecke kommt. Jendris steht da Gott sei Dank gut im Weg. Ecke kommt rein. Schwabel jetzt. Sie üben schon früh Druck aus. Klasse und Einsatz, aber kommt unser Einwurf. Hä? Ah, schon jetzt wieder Ecke. Hier eine Ecke. Ich muss den Ball hier mal echt loswerden. Jetzt kommt die Ecke. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Ja klar, dass der reingeht, war jetzt irgendwie komisch. Gerade den hätte ich kriegen müssen können. Und das wird bestraft und der Ball ist im Tor. Und damit alles auf Anfang, es steht 1:1. Aber war okay, Rostock hatte eine Drangphase nach vorne auf jeden Fall. Schwabel. Dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen den Gegner. Lauf doch durch! Sie müssen konzentriert bleiben, da könnte gleich der nächste Angriff kommen. Na gut. Verhöck. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Nein, Flagge tut kommt sie. Ganz weit. So, die Führung. Nee, ich wollte ich sagen. Ich glaub, das okay, dann ganz schnell Startaufstellung anpassen. Moment. Probieren wir es mal mit Hein. Es wird noch hochinteressant. Gucken, ob der vorne jetzt, hier jetzt einen Wechsel geben. Relativ bald. Für Gefahr sorgen kann. Schwabel. Ja, da ist er zur Stelle, Ball gewinnen. Mann, die Laufwege sind doof. Bei manchen jedenfalls. Gut, bei dem 1-0 kann ich das nicht behaupten. Da wäre Platz auf außen. Marseille jetzt mal über außen. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Gefährliche Szene. Die Kopfballchance, das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Ja. Ist kein Kopfballungeheuer, aber daraus hätte man was machen können. Die erste Hälfte war spannend, es ging. Okay, jetzt gucken wir mal schnell auf die unsere Taktik drauf. Oh, das wollen wir mal. Ich würde das über einen Konter probieren wollen. Durchgang 2 läuft. Omladic. Da könnte man gegebenenfalls auch mal was reißen. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Kein Grund zur Aufregung. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Tolles Zuspiel. Ich glaube abseits, ja. Knappe Nummer hier, aber das war abseits. Da hätte ich was. Das war schon überzeugend, was er da im draus machen können. Ganz wichtig. Viel zu lang, viel zu schnell. Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Das war aber ein knappes Ding auf der Außenlinie. Sie kommen jetzt über außen. Warum können die nicht mehr mitrennen? Die Gelegenheit für die Flanke.
Die Gäste werden wechseln. Guter Pass. Auf außen ist Platz. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Tolles Tor. Marcel mit dem Treffer. Geht doch. Schön gemacht auf jeden Fall. Wir blicken auf die Wiederholung. Da ist die Flanke. Er lässt den Ball dann noch kurz aufspringen und dann haut er das Ding rein. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ein haltbares Ding. Ein tolles Spiel. Wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Ja, das muss man sagen. Spannend ist es. Jetzt will er es mit allen aufnehmen, hat man das Gefühl. Er zieht den Sprint an. Oh, der Torschütze sitzt im Ausgleich. Jetzt der Vorstoß. Vielleicht die Führung jetzt. Und schon wieder und Schröter macht das zweite. Jetzt binnen weniger Minuten. Jetzt ziehen sie hier davon. Beziehungsweise macht seinen dritten Treffer und jetzt auch wieder zum 3:2. Wir schauen uns die Wiederholung noch Führungstor. An. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den eigentlich auch machen. Was der Torwart da gemacht hat, ist aber auch. Ist mir ein kleines Rätsel, fünf muss Treffer ich sagen. Haben wir gesehen. Es steht 3:2. Das ist ein enges Spiel. Ja, und das wieder nach. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Einem Rückstand. Also, Rückstände liegen uns irgendwie bis hierhin. Sie bauen geduldig auf. Man spürt, dieser knappe Rückstand muss noch nichts heißen. Da ist die Flanke ins Zentrum. Da können Sie erst. Achso, nee, da wollte ich nichts machen. Vielleicht der Ausgleich. Oder wartet mal eben bitte. Bei der Ecke. Ach, ich habe wieder auf die alte Aufstellung zurückgestellt. Jetzt durch mein daraus wird leider nichts. Umstellen. Er holt sich vorne den Ball. Ah. Ja, da gehen sie sofort drauf, holen sich den Ball. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Da steht die Abwehr sicher. Der Ball war, glaube ich, meiner Meinung nach auch schon im Aus. Jetzt können sie vielleicht kontern. Von meiner Seite aus. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Lange Flanke jetzt. Da kommt der Schuss. Klasse gemacht. Stark okay, geblockt. Das war nix. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Roter. Was macht er draus? Jetzt ist es gefährlich. Das könnte es sein. Eine starke Parade. Hauptsache raus mit der Pille. Gute Chance für eine Flanke. Ah, vielleicht geht da noch was. Okay. Ich muss den Ball da hinten loswerden. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner. Das Powerplay von Rostock auf jeden Fall gerade. Sieht nicht ungefährlich aus. Marseiler kann jetzt über außen kommen. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Und jetzt die Chance. Wunderbar. Und das 4:2 durch Kraus. Gut. Wolf, was für eine Szene, was für ein Angriff aus dem Leerbuch. Ich dachte gerade schon abseits. So wie die gestoppt sind. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten und genau das tut er. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau dann bringen anschauen. Bringen wir den Daimler raus, dafür Fuchs rein. Kameraperspektive. Und wir auch ein bisschen durchwechseln.
Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Ja. Gerne, wenn es nach mir ginge. Liebe das auch. Ich sehe Bewegung auf der Bank. So. Es gibt gleich den Wechsel. Reintaler. Okay. Litzka. Mit Auge. Diesen Kopfball. So, jetzt gehen wir mal in die Auswechslung rein. Gucken wir mal, was wir noch drin haben. An Möglichkeiten. Bandowski könnten wir noch bringen. Ich gehe in die Aufstellung doch wieder ein bisschen anders rein. Wo haben wir die denn? Ne, da war sie doch alle. Nehmen wir die wieder auf. Achso, weil Heinen kein richtiger Stürmer ist. Das ist das Problem. Jetzt haben wir hier einen Verteidiger dabei. Dann gehen wir doch mal, würde ich vorschlagen, doch nochmal die Aufstellung durch. Dann probieren wir die mal. So, der Einzige, der da meckert, wenn ich das richtig wahrnehme, ist unser Hein hier vorne. Können wir Bigalke mal auf links vielleicht auch noch ausprobieren? Ja, der ganze ohne Probleme. Ja, der war wieder genau. Noch hart, aber gar nichts. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ja, direkt erstmal vollgezogen. Das ist auch die richtige Entscheidung. Durch Kraus. Jetzt also hier der Endspurt und auch die Fans geben nochmal Vollgas. Das ist einfach klasse, wie die ihr Team unterstützen. 8 Minuten jetzt noch. Ah, sie verlieren den Ball. Anspiel kommt gut. Leider. Ball kommt in die Mitte. Erstmal geklärt. Bigalke jetzt hoffentlich mal mit einem schnellen Antritt. Fuchs. Ja, könnte was werden. Klasse. Schön geklärt. Es gibt Ecke. Hätte ja was werden können, direkt mit einem Tor. Was sagt denn die Uhr? Ja, gut. Ecke kommt kurz. Ist knapp. Ball kommt an den langen Pfosten. Geilke von der anderen Seite. Klares Abseits hier. Schade. Wäre keine schlechte Möglichkeit gewesen. Und Abseits in der Mitte, ja. Klare Abseitsposition. Da geht Ihnen eine dicke Chance durch die Lappen. Ne, ich will eigentlich nur die Zeit von der Uhr nehmen. Also so dick ist die Chance gar nicht. Ich mir durch die Lappen gehen lasse. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel okay. Zeit ist das nicht mehr. Ne, stimmt wohl. Guter und finde ich auch gut. Klasse Pass. Glanzparade. Boah, Mantel, Junge. Was für ein Wahnsinnsreflex. In den Strafraum. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ja, aber die habe ich zunächst mal geklärt und da wird abgepfiffen. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Aus meiner Sicht war das heute eine gute Leistung. Knapper Sieg am Ende und dann oh ja.
Die Tore müssen wir abstellen, aber sonst. Schöner zweiter Sieg. Kraus zum Spieler des Spiels gewählt worden. Kann man, denke ich, so stehen lassen. Wobei Marsteiner auch nicht schlecht war, aber das war der, den ich gerade für Bigalke ausgetauscht habe. Also die Außen waren heute die besten. Gucken wir mal, was das Interview sagt. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Aus dem eigenen Nachwuchs stammende Vidal darf in der ersten Mannschaft und heute hat er überzeugend sogar ein Tor gemacht. Holen Sie nun noch. Achso. Es freut mich sehr, wie er sich im jungen Profi entwickelt. Es freut mich natürlich auch, dass er so schnell kann doch keiner lesen. Vor dem Spiel gingen alle davon aus, auf Hansa Rostock sind halt Zweifel am Sieg. Ja, alle Spieler haben alles gegeben, würde ich sagen. Zur großen Saison hat man nicht Zweifel gehabt. Nach den 4 Toren war es am Ende ein komfortabler Sieg. Wir hätten höher gewinnen müssen. Naja, komm, ich konzentriere mich jetzt schon aufs nächste Spiel, machen wir das. Danke für diese kurzen Aussagen. Lass mal das mal direkt so stehen, dann gucken wir mal kurz rein, was das Büro zu meckern oder zu sagen hat. Haben wir eigentlich, okay, noch 2 Scout-Berichte, wie es aussieht. Matthias Bader könnte man mal gucken, der dürfte aber zu teuer werden. Timo Becker, gucken wir mal kurz rein, von Schalke der Junge. Da könnte man drüber nachdenken. Und der Rechtsverteidiger aus Paderborn wäre. Ne. Dann eher der Schalke, aber das könnt ihr ja mitbestimmen. Oder schauen wir mal im nächsten Part rein. Dieser endet an der Stelle jetzt auf jeden Fall. Hier seht ihr es nochmal, Kraustor besiegelt den Sieg für uns. Und da seht ihr es auch nochmal, wir sind gerade aktuell Tabellenerster, weil wir eine Tour de France von plus 1 haben und Ingolstadt von minus 1. Passiert schon mal. So würde ich sagen, kann man aus dieser Folge rausgehen. Damit verabschiede ich mich von euch, wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.